Die Digitalisierung wird für das Gesundheitswesen immer wichtiger. Das haben die vorherigen Videos gezeigt. Auch Paul Bomke, der CEO vom Pfalz Klinikum, bezeichnet die Digitalisierung als eine der aktuell größten Herausforderungen. Damit die gelingt, sind für ihn zwei Punkte besonders wichtig. Erstens ein gutes Veränderungsmanagement und zweitens das Personal von Beginn an mitzunehmen. Bei IT-Projekten wurden diese beiden Punkte in der Vergangenheit zu oft vernachlässigt und sie sind deswegen gescheitert. Mit dem KHZG kommen jetzt aber zahlreiche parallel laufende IT-Projekte auf die Krankenhäuser zu. Eine Mammutaufgabe, über die Miriam Gollis in ihrem Video spricht. Das Gute ist aber, es gibt Lösungen, die Krankenhäusern dabei helfen, diese Aufgabe zu bewältigen. Hermann Ude, Geschäftsführer der TTS, spricht in seinem Video über digitale Assistenzsysteme. Insbesondere die TTS Performance Suite ermöglicht Krankenhäusern ein gutes Veränderungsmanagement und eine hohe Mitarbeiterakzeptanz. Sie bietet Anwendern die passende Hilfe, rollenbasiert, direkt am Arbeitsplatz und im individuellen Bedarfsmoment. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, dazu gebe ich jetzt einen kurzen Einblick. In diesem Fall bin ich ein Verwaltungsmitarbeiter, arbeite mit SAP S/4HANA und möchte mir einen Materialbeleg anzeigen lassen. Dummerweise habe ich vergessen, wie das funktioniert. Und jetzt kann ich ganz einfach auf die kleine Orange in der Taskleiste klicken, die sich daraufhin öffnet, neben die Anwendung legt, in der ich mich gerade befinde und diese Anwendung auch noch automatisch erkennt. Und sie liefert mir dann passende Unterstützung, die ich in diesem Moment jetzt gerade gebrauchen kann. Jetzt weiß ich aber noch aus meiner Schulung, dass ich, um mir einen Materialbeleg anzuzeigen, auf die Kachel-Wachen-Bewegung Buchen klicken muss. Das kriege ich jetzt noch selber hin, das mache ich einmal. Und daraufhin sieht man, dass die Orange sich entsprechend anpasst. Also auch hier wird der neue Kontext erkannt und die Unterstützung wird entsprechend angepasst. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir eine Schritt-für-Schritt-Liste anzeigen lassen. Das ist ein Guide, der mich wirklich Step-by-Step durch meinen Arbeitsprozess hindurchführt. Ich kann mir aber auch detailliertere Informationen anschauen, Selbstlerneinheiten ansehen. Ich kann mir den Prozess anschauen, also Sie haben auch die Möglichkeit, Prozesse transparent zu machen. Ich kann das Ticketsystem verknüpfen oder Klausurbegriffe definieren und vieles weitere. Aber an dieser Stelle möchte ich jetzt wissen, wie kann ich mir ein Materialbeleg anzeigen lassen? Und hierfür öffne ich mir meine Schritt-für-Schritt-Liste. Diese legt sich dann ebenfalls entsprechend neben meine Anwendung und leitet mich wirklich Schritt für Schritt durch meinen Arbeitsschritt hindurch. Und wenn mir das noch nicht ganz reicht, kann ich mir auch ein kleines Video anschauen, das mir genau zeigt, wo ich zu klicken habe. Und so kann ich meinen Arbeitsprozess wirklich ohne großes Suchen, ohne viel Zeit zu verlieren oder vielleicht auch die Nerven durchführen. Und es gibt tatsächlich noch viele weitere Funktionalitäten, es gibt viele weitere Hilfeformate, aber an dieser Stelle ist mir einfach wichtig mitzugeben, Sie können alles, was ein Mitarbeiter an einer bestimmten Stelle wissen muss, tatsächlich auch über die Orange vermitteln und ihm mitgeben. Und das Ganze funktioniert für jedes System, das Sie im Einsatz haben. Das heißt also, wir haben eine zentrale Quelle für jegliches Wissen. Und ein kleiner Tipp am Rande, das Ganze funktioniert tatsächlich auch an medizinischen Geräten ganz einfach über mein Smartphone. Und wenn Sie mehr dazu sehen möchten, wenn Sie Ihre digitale Transformation erleichtern und gleichzeitig aber trotzdem optimieren wollen, dann freue ich mich sehr über einen Austausch.